Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Hört bitte zu, was ich euch jetzt sage. Beklagt euch nicht über etwas, das ihr nicht bereit seid zu ändern. Vor einiger Zeit habe ich beschlossen, einen kleinen Test durchzuführen. Ich habe 8 Wochen lang all die Dinge aufgeschrieben, über die ich mich am liebsten beklagt hätte. In diesen 8 Wochen habe ich 34 Punkte notiert, also jeden zweiten Tag einen. Ihr solltet das auch mal machen. Ihr werdet überrascht sein, was der Teufel alles anstellt. Er will uns so sehr aufreiben, dass wir trotz unserer christlichen Autoaufkleber, unserer Jesus-Pins und der Kreuze um unseren Hals nur noch jammern und klagen und meckern und nörgeln. Aber sonntags gehen wir dann wieder in die Kirche und singen, Gott ist gut, und alle sagen alle Zeit. Ich habe das lange genug mitgemacht und frage mich mittlerweile, wenn wir das nicht wirklich glauben, was hat das dann für einen Sinn, hierher zu kommen und es zu singen? Oder? Gut, fangen wir an. 34 Punkte. Nummer 1, ich verletzte mir beim Sport den Rücken. Aus meinem Luftbefeuchter lief Wasser auf die Tischplatte, sodass diese aufquoll. Ich brach mir einen Nagel ab, was ein Drama für mich ist. Ich will nicht mit einem Pflaster um den Finger hier oben stehen. Ich verstauchte mir das Handgelenk. Ich vergaß ein Gepäckstück im Flugzeug. Das Pflegeheim rief wegen meiner Mutter an. Mittlerweile ist sie verstorben. Wenn man sich um ältere Menschen kümmert, weiß man nie, wann das nächste Problem auftaucht. Aber meistens kommt es ungelegen. Ganz gleich, was es ist, man muss alles stehen und liegen lassen und sich darum kümmern. Einige von euch haben mir dazu gestimmt. Sie riefen also 2-mal wegen meiner Mutter an. Mein Rücken tat immer noch weh. Bei dem Versuch, meine Rückenschmerzen durch Dehnübungen zu lindern, habe ich mir den Arm verletzt. So hatte ich also Schmerzen im Rücken, im Arm und im Handgelenk. Das Pflegeheim rief erneut wegen meiner Mutter an. Ich verschüttete roten Vitaminsaft auf eine weiße Couch. Dave schlug auf dem Golfplatz einen Ball durch ein Fenster. Einmal wachte ich mitten in der Nacht auf und redete mit Dave, aber es kam keine Antwort. Dann wurde mir klar, dass ich mehrere Minuten lang mit seinem Kissen gesprochen hatte. Ich musste Geld für ein neues Sofa ausgeben, obwohl ich gar nicht vorhatte, es zu ersetzen. Ich blieb mit den Zehen in meiner Unterwäsche hängen. Das Gummiband verfing sich zwischen 2 der Zehen, sodass ich auf einem Bein herumhüpfte und mir dabei den kleinen Zeh zerrte. Er war nicht gebrochen, aber ich kann euch sagen, er verfärbte sich blau-schwarz und schwoll an. Die Sehne war überdehnt und das war sehr schmerzhaft. Ich musste meiner überaus unabhängigen 86-jährigen Tante, um die ich mich ebenfalls kümmere, sagen, dass sie nicht mehr Auto fahren durfte. Ihr hattet keinen richtigen Spaß im Leben, bis ihr einer älteren Person das Autofahren verbieten musstet. Ich musste meiner Mutter einen neuen Fernseher kaufen, damit sie den Ton per Kopfhörer hören konnte, weil sie das Hörgerät, das ich ihr besorgt hatte, nie benutzte. An einem Tag befand ich mich in einer anderen Stadt und beschloss, in den Wellnessbereich des Waldorf Astoria Hotels zu gehen und mir eine Massage zu gönnen. Dort kann man seine Sachen in Schließfächern unterbringen, man zieht seine Kleider aus und schlüpft in einen schönen Bademantel. Nach der Massage holte ich meine Sachen aus dem Schließfach und ging in die Umkleidekabine. Ich zog meine Unterwäsche und mein Oberteil an, aber ich konnte meine Hose nicht finden.
Die Hose war weg. Ich dachte, hat jemand meine Hose aus dem Schließfach gestohlen, weil er wusste, dass es meine ist? Und dann, vielleicht habe ich sie im Schließfach vergessen. Ich ging zurück und sah nach, aber da war keine Hose. Ich suchte alles ab, aber ich fand sie nicht. Ich fragte mich, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Schließlich zog ich den Bademantel wieder an und ging zur Rezeption des Waldorf Astoria Hotels. Und wisst ihr, es gibt nicht viele Orte, wo die Leute nicht wissen, wer ich bin. Deshalb kann ich so etwas kaum machen, ohne gesehen zu werden. Ich ging also halb angezogen und im Bademantel an die Rezeption. Die Dame dort fragte, kann ich Ihnen helfen? Und ich sagte, ich habe meine Hose verloren. Seht ihr, das ist das reale Leben. Nicht das Leben auf der Bühne, sondern das normale Leben. Ich habe ein Leben wie jeder andere auch. Versteht ihr? Sie fragte, Sie haben Ihre Hose verloren? Und ich sagte, sie war nicht in meinem Schließfach. Wir gingen zusammen hinunter und suchten überall, aber die Hose war nicht aufzufinden. Schließlich sagte sie, wir haben einen Souvenirladen hier. Ich rufe dort an und sie werden Ihnen eine neue Hose geben. Das Problem war, dass sich der Souvenirladen am anderen Ende der Lobby befand. So musste ich also im Bademantel quer durch die ganze Hotelhalle gehen. Die Verkäuferin dort lächelte und fragte, sind Sie die Dame, die Ihre Hose verloren hat? Und sie gab mir eine neue Hose. So kam ich schließlich nach Hause. Am Nachmittag erhielt ich einen Anruf, es tut uns so leid, Frau Meier, wir haben Ihre Hose gefunden. Ich fragte, wo war sie denn? Sie sagte, Sie haben sie scheinbar auf der Bank liegen lassen und jemand hat sie zur Rezeption gebracht. Leider lag unser Terminplaner darauf und deshalb haben wir sie nicht gesehen. Das war ein lustiger Tag. Ich verlor meine Hose im Wellnessbereich, die neue 350 teure Brille meiner Schwiegermutter verschwand spurlos. Wir glauben, dass sie sie versehentlich in den Mülleimer geworfen hat. Wir hatten 24 Stunden lang kein Wasser. Meine Tante hatte eine Gürtelrose am Auge, sodass wir sie zum Spezialisten fahren mussten. Und da sie nicht laufen kann und recht schwer ist, war das nicht einfach. Bei der Arbeit gab es ein personelles Problem. Wer von euch liebt Probleme mit anderen Menschen? Dave hatte eine Rücken-OP und konnte nicht mit mir nach Indonesien fliegen, also musste ich allein fliegen. Nun, ich war nicht allein, es waren noch ein paar Leute bei mir, aber wir flogen 47 Stunden in 7 Tagen. Während wir dort waren, wurde die Stadt überflutet, was sich negativ auf unsere Veranstaltungen auswirkte. Eben zu Hause hatte ich ein Magen-Darm-Virus. 3 Stunden nach meiner Ankunft aus Indonesien bekam ich mitten in der Nacht einen Anruf vom Krankenhaus, dass ich meine Tante abholen sollte. Bei der Arbeit gab es ein weiteres personelles Problem. Das Internet funktionierte 2 Tage lang nicht, was eine teure Angelegenheit ist. Das Telefon im Büro fiel aus. Ich verletzte mir meinen Zeh am Fuß des Sofas. In der Speisekammer fiel mir eine Dose mit Keksen herunter. Und ich musste meiner Tante sagen, dass sie ins Seniorenheim umziehen musste, weil sie nicht länger in ihrer Wohnung bleiben konnte. Im Hotel, wo ich wohnte, wurde den ganzen Tag über der Feueralarm ausprobiert. Und als Krönung von alledem, Punkt 34 auf meiner Liste. Ich machte mir wie jedes Mal nach meinem Training einen Proteinshake, aber diesmal schmeckte er äußerst seltsam, irgendwie nach Seife. Und ich dachte, dann wurde mir klar, was hier los war. Dave ist wirklich ein guter Mann, er macht den Abwasch. Gib Dave einen Applaus, er macht den Abwasch. Aber er weigert sich, die Geschirrspülmaschine zu benutzen. Er glaubt, dass das Geschirr mit der Hand sauberer wird. Er ist maßlos begeistert von einem bestimmten Geschirrspülmittel. Er stellt das Geschirr in das Spülbecken und tröpfelt dann das Spülmittel darauf. Nun, ich habe es nicht gesehen, aber es war immer noch Spülmittel in meinem Shaker. Und so trank ich meinen Proteinshake mit Spülmittel. Und glaubt ihr, ich hätte Dave leid getan? Wisst ihr, was er tat? Er lief den ganzen Tag herum und sagte, ich spucke für immer Blasen. Aber Gott, Gott lässt uns überleben und dafür können wir danken. Hier ist der Punkt. Das Leben ist real.
Dinge passieren. Natürlich ist es herausfordernd, in solchen Fällen nicht zu meckern und zu klagen. Aber lasst uns das Gute in diesen Situationen entdecken. Statt uns aufzuregen, wenn wir 27 Stockwerke zu Fuß hinuntergehen müssen, lasst uns froh sein, dass wir noch dazu in der Lage sind. Statt uns aufzuregen, dass wir eine neue Couch kaufen müssen, obwohl das nicht geplant war, lasst uns froh sein, dass wir das Geld dafür haben. Statt über euren Arbeitsplatz zu klagen, seid froh, dass ihr einen habt. Statt euch über euren Ehemann zu beschweren, meine Damen, lasst euch sagen, es gibt einsame Frauen, die ihn mit einem Handkuss nehmen würden. Ich meine, sie würden die unperfekte Version eures Ehemanns nehmen, nur um nicht allein beim Essen zu sitzen. Klagen ist eine Sünde. 4. Mose 21, die Verse 4 bis 7. Hier geht es um die Israeliten. Vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig. Wir haben kein Problem damit, dankbar zu sein, bis etwas passiert, das uns nicht passt. Wer von euch weiß, dass Schwierigkeiten Teil des Lebens sind? Schwierigkeiten sind Teil des Lebens. Ich wäre überrascht, wenn auch nur einer von uns diesen Tag übersteht, ohne dass etwas passiert, von dem er sich gewünscht hätte, es wäre nicht passiert. Aber wisst ihr, das Maß an Aufmerksamkeit, das wir solchen Dingen widmen, bestimmt, wie sehr sie uns ärgern. Ich kann euch ehrlich sagen, dass mich solche Dinge, wie ich sie euch gerade vorgelesen habe, nicht mehr allzu sehr aufregen. Tatsächlich hätte ich sie bereits vergessen, wenn ich sie nicht aufgeschrieben hätte. Aber es hat mich gefreut zu sehen, dass ich bei all den vielen Dingen, die in diesem Zeitraum passiert sind, glücklich bleiben konnte, Gott sei Dank. Das ist es, was den Teufel auf die Palme bringt. Versteht ihr? Könnt ihr glücklich bleiben? Wisst ihr, Jesus ist nicht gestorben, um uns von allem zu erlösen. Es würde niemanden beeindrucken, wenn wir nie ein Problem hätten und immer glücklich wären. Das kann jeder. Aber wenn wir in schwierigen Situationen stecken oder für etwas beten und warten müssen oder nicht verstehen, warum dieses oder jenes in unserem Leben passiert, dann gilt es, Gott zu vertrauen. Als Jesus am Kreuz hing, rief er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich lege meinen Geist in deine Hände. Ich glaube. Ich glaube. Wisst ihr, ich schreibe gerade ein Buch zum Thema Vertrauen. Vertrauen auf Gott. Ihm zu vertrauen ist keine Pflicht, die wir erfüllen müssen. Es ist ein Vorrecht. Ich meine, es ist ein Vorrecht, dass wir immer die Möglichkeit haben, Gott zu vertrauen. Vers 5. Die Israeliten klagten Gott und Mose an. Hier kommen die typischen Schuldzuweisungen. Ich habe ein Problem und jemand anders ist schuld daran. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa, damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Das Manna hatte sie kurz zuvor noch in absolute Begeisterung versetzt. Manna! Und jetzt hassten sie es auf einmal. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir uns oft über Dinge beklagen, um die wir Gott vorher gebeten haben. Da schickte der Herr Giftschlangen. Jammern öffnet die Tür für Probleme. Da schickte der Herr Giftschlangen, viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Tatsächlich starben 23.000 Menschen an einem Tag. Daraufhin liefen die Leute zu Mose, ich liebe das, und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen. Was für eine Erkenntnis! Was muss in unserem Leben alles passieren, bevor wir begreifen, dass Gott unser Murren und Klagen, unser Selbstmitleid und all diesen Unsinn nicht mag? Er möchte, dass wir ihm vertrauen, ihm danken und ihn ehren, ganz gleich, wie unsere Umstände aussehen.
Mir gefällt Römer 8, wo es heißt, wir werden geschlachtet wie Schafe, aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ein überwältigender Sieg. Noch bevor die Schwierigkeiten überhaupt auftreten, dürft ihr wissen, dass ihr überwinden könnt. Wenn sich also in eurem Leben ein neues Problem auftut und ihr euch fragt, was ihr jetzt machen sollt, sagt einfach, ich werde damit fertig werden, auch wenn ich nicht genau weiß, wann und wie. Aber in der Zwischenzeit habe ich das Vorrecht, auf Gott zu vertrauen und zu sehen, was er in meinem Leben tun wird. Wir konzentrieren uns oft zu sehr auf das Problem und nicht genug auf das, was Gott bereits tut, um es zu lösen. Ich bin so froh, dass ihr heute hier seid. Seid ihr nicht schon viel glücklicher? Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Weil Gott gut ist, befreite er sie. Die Israeliten beklagten sich und viele von ihnen starben. Im Neuen Testament wird diese Geschichte in 1. Korinther 10, Verse 8 bis 11 noch einmal erwähnt. Und dort heißt es, dass sie uns als Warnung dienen soll, damit wir es ihnen nicht gleich tun. Das gefällt mir. Deshalb lasst uns diese Begebenheit nicht nur als eine Geschichte aus dem Alten Testament oder als Beweis dafür ansehen, wie töricht die Israeliten waren. Nein, Paulus sagt, all diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Lasst uns das einmal lesen. Vers 8, 1. Korinther 10. Auch auf Unzucht dürfen wir uns nicht einlassen, wie einige von ihnen es taten, und dadurch an einem einzigen Tag den Tod von 23.000 Menschen verursachten. Hier spricht er von Unzucht. An anderer Stelle sagt er, sie murrten und klagten. Jetzt spricht er von Unzucht. Und 23.000 von ihnen starben an einem einzigen Tag. Ich will damit nicht sagen, dass ihr tot umfallt, wenn ihr euch beklagt. Das ist nicht die Aussage meines Vortrags. Aber ich möchte, dass wir alle eine gesunde Furcht vor den Gefahren des Jammerns entwickeln. Glaubt ihr auch, dass das Jammern bei den meisten Menschen ein großes Problem darstellt? Es ist schon erstaunlich, wenn Menschen in einen Gottesdienst gehen und hinterher nichts daran auszusetzen haben. Die Musik war zu laut, sie hat zu lange gepredigt und die Lampen waren zu hell. Ich habe nicht den Sitzplatz bekommen, den ich haben wollte. Außerdem musste ich so weit weg parken. Denkt einmal einen Moment darüber nach. Vers 9. Auch dürfen wir Christus nicht herausfordern. Er sagt, ihr glaubt, ihr habt Probleme, ihr solltet euch einmal selbst zuhören. Wie manche von ihnen es taten und dann an Schlangenbissen starben. Öffnet dem Teufel keine Tür und murrt nicht wie einige von ihnen, denn daraufhin schickte Gott seinen Engel des Todes, um sie zu vernichten. All diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben. Wenn wir jammern, bedeutet das, dass wir bleiben, wo wir sind. Seid ihr die meiste Zeit zufrieden? Oder braucht ihr viel Pflege und Aufmerksamkeit? Ist viel nötig, damit ihr glücklich seid? Muss alles nach eurem Willen laufen, damit ihr euch nicht beklagt? Hört bitte zu, was ich euch jetzt sage. Beklagt euch nicht über etwas, das ihr nicht bereit seid zu ändern. Seht ihr, das gefällt euch. Wer von euch beklagt sich darüber, dass er zu viel zu tun hat? Es gehen keine Hände nach oben, aber ich weiß es besser. Es ist unglaublich, was alles von mir erwartet wird. Ja, kein normaler Mensch kann auf Dauer so leben wie ich. Ich habe wahnsinnig viel Stress. Ich glaube nicht, dass ich das noch lange aushalten werde. Wisst ihr was? Ihr könnt euren Stress ganz leicht loswerden. Ich meine,
Ich könnte mich mit euch hinsetzen und euch innerhalb einer Stunde von eurem Stress befreien. Ihr fragt euch, wie das möglich ist. Ich würde euch helfen zu erkennen, wie viel ihr tut, das keine gute Frucht bringt. Und was ihr alles tut, nur damit ein anderer, dem ganz egal ist, wie es euch geht, mit euch zufrieden ist. Klagt nicht, ohne euch ein Ziel zu setzen. Nehemia klagte über die eingestürzte Mauer, aber er hatte ein Ziel und einen Plan, sie wieder aufzurichten. Das gefällt mir. Beklagt euch nicht über euer schmutziges Haus, macht es einfach sauber. Martin Luther King beklagte den Rassismus, aber gleichzeitig verfolgte er das Ziel, ihm ein Ende zu setzen. Klagt nicht, ohne euch ein Ziel zu setzen. Habakuk 2, die Verse 1 und 2. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Da antwortete mir der Herr und sagte: Was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Wenn eure finanzielle Situation euch Anlass zur Klage gibt, setzt euch ein Ziel und schreibt es auf. Es wird der Tag kommen, an dem ich absolut schuldenfrei bin. Schreibt diese Dinge auf und hängt sie euch irgendwo hin. Und dann lest euch eure Liste 3 oder 4 Mal am Tag durch und sagt: Gott ist auf meiner Seite, ich gebe und mir wird in einem vollen, zusammengepressten, gerüttelten und überreichen Maß zurückgegeben werden. Ich werde nicht länger mit einer Schuldenlast leben. Einverstanden? Ich hoffe, dass Ihnen der heutige Vortrag gefallen hat. Ich möchte Ihnen jetzt noch einen ganz einfachen Rat geben, also passen Sie gut auf. Einer der Wege, wie wir in unserem Leben wachsen und vorankommen, besteht darin, dankbar dafür zu sein, wo wir gerade sind. Vergessen Sie nicht, dankbar für alles zu sein, was Gott bereits in Ihrem Leben tut und getan hat. Wenn Sie dankbar sind, schafft das eine Atmosphäre der Freude und Freude gibt Ihnen Kraft. Sie sollten sehr aufpassen, dass Sie nicht ins Jammern verfallen, denn das hat zur Folge, dass Sie total gestresst sind und genau dort bleiben, wo Sie sind. Auch ich brauche diesen Rat. Hin und wieder ertappe ich mich dabei, dass ich murre und klage und manchmal erinnern Dave und ich einander: Du solltest dich nicht beklagen, beklag dich nicht. Ich bete jeden Tag, dass Gott mir hilft, nicht zu jammern. Wir sind alle in vielerlei Hinsicht gesegnet. Mir ist klar, dass Sie Probleme haben, wie andere Menschen auch. Aber achten Sie darauf, dass Sie nicht nur auf Ihre Probleme schauen, sondern auch auf das Gute in Ihrem Leben. Wir sind für Sie da. Rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? Dann unterstützen Sie uns doch dabei, weitere Vorträge von Joyce aufzunehmen und weltweit auszustrahlen. Denn wenn Sie uns bei der Erstellung dieses Programms finanziell unterstützen, vielleicht sogar regelmäßig, dann glaube ich, dass Ihnen das ein ganz anderes Empfinden für unsere Arbeit geben wird. Wer mitmacht, fühlt sich als Teil einer Sache. Also lade ich Sie ein, unser Partner zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf joyce-meyer.de/mithelfen. Gott segne Sie! Ich war viele Jahre kokainabhängig. Meine Mutter war uns gegenüber immer sehr distanziert. Ich fühlte mich von ihr verstoßen. Obwohl ich immer dachte, dass ich stark sein müsste, merkte ich doch, dass ich nicht stark war. Als ich 23 war, traf ich einen Mann, der mich glauben ließ, er würde mich beschützen. Aber dann merkte ich, dass er mich nur ausnutzte. Er brachte mich dazu, als Prostituierte zu arbeiten. Und er war derjenige, der mich an die Drogen heranführte. Wann wurde dir klar, dass sich dein Leben ändern muss? Das
Das war der Moment, als meine Tochter geboren wurde. Ich hatte Angst, dass sie als Drogenabhängige enden würde, genau wie ich. Patricia und Norbert, warum ist so ein Zentrum so wichtig? Was ist das Problem hier in Chile? Viele Frauen wachsen in einer Umgebung auf, in der Männer sie missbrauchen. Deshalb flüchten sich immer mehr Frauen in Drogen. Oft schlagen die Männer ihre Frauen. Sie machen sie zu Sklaven und zwingen sie, als Drogenkurier zu arbeiten. Die Frauen haben zu viel Angst, um auszusteigen und zu ihren Familien zurückzugehen. Wir haben hier ein 9- bis 12-monatiges Programm. Es gibt einen Lehrplan. Die Frauen lernen hier Schritt für Schritt im Glauben zu wachsen. Sobald sie stark genug sind, dürfen sie wieder zu ihren Kindern. Denn wenn diese Frauen von den Drogen frei werden und von dem, was sie in die Sucht getrieben hat, dann können sie auch die Mutter sein, die ihre Kinder brauchen. Wir haben immer gebetet und daran geglaubt, dass Gott uns versorgen wird und uns Platz für noch mehr Frauen schenkt. Und dann rief Norbert mich eines Tages an und erzählte mir, dass Joyce Meyer uns ein Grundstück kaufen würde. Das war wie ein Wunder. Die Partnerschaft mit Hand of Hope hat neuen Schwung in unsere Arbeit gebracht. Weil Hand of Hope ein Hilfsdienst ist, der dasselbe auf dem Herzen hat wie wir. Joyce Meyer hat selbst viel Leid erlebt und dann das Wort Gottes entdeckt, das heute das Fundament ist, auf dem sie steht. Und nicht nur das. Sie erzählt auch der ganzen Welt davon, wie Gott sie verändert hat. Für dich hat sich viel verändert. Inwiefern hat das auch das Leben deiner Töchter verändert? Oh, sehr. Sie sind sehr stolz auf mich. Ich habe angefangen zu studieren, um Therapeutin zu werden und mit Drogenabhängigen zu arbeiten. Und ich bin fast fertig. Das ist meine Art, Gott Danke zu sagen für all das, was er in meinem Leben getan hat. Ich weiß jetzt, was Liebe wirklich bedeutet. Die Joyce Meyer-Zuschauer fragen uns oft, wie kann ich meine Finanzen in den Griff bekommen? Wie gehe ich mit Ablehnung und Mobbing um? Wieso fällt es mir so schwer, mich selbst anzunehmen? Die Antworten finden Sie hier drin. Joyce Meyer thematisiert in diesen Heften die am häufigsten gestellten Zuschauerfragen. Bedeutet für Sie kompakte Antworten zum günstigen Preis. Sie möchten alle? Kein Problem. Im Set sind sie sogar noch günstiger. Rufen Sie an unter 040 88 88 4 11 11 oder bestellen Sie im Internet unter joyce-meyer.de/hefte.